Wie macht man das perfekte Wiener Schnitzel? Um das rauszufinden, habe ich mich mit Markus Brunner, dem Küchenleiter der Fiegelmüller Group, getroffen. Sie verwenden ausschließlich Kalbsnuss. Dieser wird quer zur Faser geschnitten und mit der glatten Seite des Fleischklopfers in die perfekte Form geschlagen. Das Schnitzel wird gesalzen und danach meliert. Ganz wichtig sind die Eier. Die müssen frisch sein, werden nicht gesalzen und werden nur leicht verschlagen. Man sollte genügend Eier verwenden. Das Schnitzel soll drin schwimmen. Danach wird das Schnitzel in Semmel Brösel paniert, dabei darauf achten, nicht zu fest an das Fleisch anzudrücken. Das Schnitzel wird bei 180 Grad im Butterschmalz in der Pfanne erhitzt. Das Schnitzel muss während des Backvorgangs im Fett schwimmen und sollte ständig durch leichtes Rütteln der Pfanne in Bewegung gehalten werden, damit die Panier schön souffliert. Das dauert ca. 2-3 Minuten. Wem das zu aufwendig ist, kann sich beim Fiegelmüller um 30 Euro ein Schnitzel mit Beilage bestellen. Alternativ kann man auch einen Kochkurs für 149 Euro buchen.